Willkommen am Stand von SEAT hier auf der IAA. SEAT zeigt hier heute unter anderem den Tarraco, aber jetzt als FR-Ausstattungslinie und mit einem Plug-in-Hybrid an Bord. Außerdem gibt es ein wunderschönes Konzept von Cupra zu sehen. Und ich habe noch etwas anderes gefunden, nämlich das Thema Mikromobilität. Und dazu spreche ich unter anderem gleich mal mit den Experten. Ich habe hier auf dem SEAT und Cupra Stand was gefunden, was mich persönlich richtig freut, nämlich eine Special Edition vom Cupra Ateca. Und da schauen wir mal kurz genauer hin. Motormäßig genau das gleiche wie der normale Cupra Ateca, 300 PS, schönes Paket mit Allrad. Aber die Special Edition hier, die hat nicht nur die Farbe, die einzigartig und vorbehalten ist, sondern hat zum Beispiel auch andere Felgen. Ganz schönes Thema, denn nicht mehr 19, sondern 20 Zoll. Wenn wir weiter gucken, hier Rückspiegelkappen. Echt Carbon mit einer super schönen Struktur. Übrigens die gleiche Struktur finden wir drinnen auch, nämlich bei so einigen Rahmen um die Lüftungsausströmer oder zum Beispiel auch um das Infotainment herum. Wenn wir weiter nach hinten gucken, dann stellen wir fest, hier hinten gibt es einen vergrößerten Heckspoiler an der Dachkante, ebenfalls echt Carbon. Und wenn wir dann runter gucken, kommt für mich so ein bisschen das Highlight. Zum einen den Cupra-Schiffzug in Kupfer, aber wenn wir noch weiter runter gehen, da unten ist eigentlich das, worauf es ankommt. Akrapovic-Auspuffanlage. Das heißt, der hier macht noch mehr Lärm als der normale Cupra. Am Stand von SEAT erwartet man normalerweise Autos vorzufinden. Aber es gibt hier auch solche Dinge wie das hier, nämlich kleine elektrische Roller. Und der Grund ist, SEAT interessiert sich stark für das Thema Mikromobilität. Was das bedeutet und was dahinter genau steckt, darüber spreche ich jetzt mit einem Experten. Gut, der Mi Electric ist im Moment unser kleinstes Fahrzeug, aber das ist nicht das kleinste Element in unserem Portfolio. Wir haben schon vor einem Jahr oder fast vor einem Jahr den Kickscooter, elektrische Kickscooter eingeführt. Der ist wirklich erfolgreich im Markt und wir haben auch im Februar dieses Jahr ein Microcar, das ist unser Seat Minimo. Es ist noch ein Konzept, aber wir arbeiten dran, es erfolgreich zu machen und ins Markt zu bringen. Und mehr wird kommen in der Zukunft natürlich. Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum wir das machen. Also zuerst in der Stadt, man hat wenig Parkplatz, immer weniger. Und deshalb Fahrzeuge werden immer kleiner in der Stadt sein. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass die jungen Leute können sich nicht oder immer weniger ein richtiges Fahrzeug erlauben. Also finanziell meine ich natürlich. Und dann suchen andere Mobilitätsmöglichkeiten. Weil Fakt ist, Leute müssen von A bis B bis C sich bewegen. Und deshalb haben wir gedacht, okay, wenn wir diese jungen Leute in unsere Marke bringen wollen, wenn wir Mobilitätslösungen anbieten wollen, dann haben wir natürlich diese Fahrzeuge, klein wie den Mi Electric, aber wir wollen auch günstige und auch kleinere Möglichkeiten bringen. Und das sind den Kickscooter oder den SEAT Minimo zum Beispiel. Cupra zeigt hier auf der IAA den Tavascan, ein vollelektrisches Performance-Car der Marke Cupra. Und was es dazu zu wissen gibt, nämlich vor allen Dingen, wie das Design des Fahrzeugs entstanden ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Chefdesigner. Wir haben den Cupra Tavascan mit nach Frankfurt gebracht, welcher unser erstes vollelektrisches Fahrzeug der Marke Cupra ist. Und es soll einen Ausblick geben auf das, was wir bei Cupra in Zukunft bezogen auf das Design und unsere Produkte insgesamt zeigen werden. Sehr emotional, sehr technisch und ganz klar Autos mit Charakter. Die erste Idee, die ich hatte, als ich den Tavascan entworfen habe, war zu visualisieren, was das Fahrzeug bezogen auf die Technik und Performance bieten wird. Dank 225 Kilowatt macht es nämlich wirklich Spaß, ihn zu fahren. Ein Auto, das Freude macht und sehr agil ist. Und ich wollte diesen technologischen Aspekt in das Design transportieren, damit die Kunden sich beim Anschauen des Autos sofort vorstellen können, welches Potenzial es hat. Bei Cupra ist es uns sehr wichtig, dass das Design sportlich ist, vielleicht das falsche Wort, aber dass es viel Charakter hat und zweckmäßig ist. Dass es technisch ist, aber nicht leblose Technik. Etwas, dessen Design auch sehr menschlich, weich und geschmeidig daherkommt.
Generell, aus der Distanz betrachtet, sind das Wichtigste ganz klar die Proportionen. Und natürlich die Sportlichkeit und die Eleganz des Fahrzeugs. Es gibt so viele Details, auf die ich eingehen könnte, aber eines ist sicher besonders nennenswert. Und das sind die Lufteinlässe in der Haube. Die Luft fließt hier von vorne herein und aus der Haube wieder heraus. Man könnte sagen, es ist ein Detail, aber es ist auch die perfekte Ausrede, um eine tolle Form zu kreieren, die auch noch aerodynamisch Vorteile bringt. Insgesamt ist es Funktion und Design in einer, wie ich finde, wirklich schönen Form. Sich den Tabascan anzuschauen, macht einfach nur Spaß. Wenn ich mir zum Beispiel beim Fahrzeug die Seite anschaue, schöne, geschwungene Linien, riesen Felgen. Und wenn man sich im Detail zum Beispiel mal die Radläufe anschaut, das ist eine Carbon-Optik. Wirklich richtig klasse. Dann diese extrem scharf gezeichnete Nase vorne eingeschnitten. So eine richtige, ja, ich würde sagen Sharknose, haben aber andere auch schon mal für sich beansprucht. Vorne große Lufteinlässe, das riesen beleuchtete Cupra-Logo an der Front. Und wenn wir uns dann die Luftauslässe auf der Haube anschauen, dadurch kriegt die Haube eine völlig eigene Optik. Ganz spannend sind aber auch unten die Flaps an der Seite der vorderen Spoiler und das gleiche führt das Auto hinten auf. Wir haben ein extrem überzeichnetes Heck, ein großes Logo, sehr scharf gezeichneten Heckleuchten und auch da wieder Luftauslässe und kleine Flaps, die einfach diesem Auto einen völlig eigenen Charakter geben. Also wie wir es heute Morgen in der Pressekonferenz gesagt haben, das ist ein Concept-Car und wir sind gerade dabei, wir nennen das die technische Feasibility zu machen. Das heißt, das Fahrzeug zu übersetzen in ein Serienfahrzeug. Das haben wir schon ein bisschen parallel gemacht, um sicherzustellen, dass mit diesem schönen Konzeptfahrzeug wir nicht irgendwelche Fantasien auf die Straße bringen wollen, sondern dass wir wirklich sagen, hey, wir wollen das Fahrzeug auch so nah wie möglich an der Realität haben. Das heißt, Sie sehen hier durchaus Themen, wie eine Rädergröße, die vielleicht ein bisschen größer ist, aber per se Proportionen des Gesamtstyling ist etwas, was wir auf alle Fälle in Serie bringen wollen. Ja, wie heute Morgen auch bereits gesagt, die Technik basiert auf dem MEB-Baukasten und ich glaube, das ist ganz arg wichtig, dass wir auf diesem Baukasten natürlich die Möglichkeit haben, viele unterschiedliche Derivate aufzubauen. Das zeigt letztendlich auch, wie flexibel dieser Baukasten ist, der MEB, und wie weit man ihn stretchen kann. Zu dem Antrieb, ja, wir hatten es heute Morgen gesagt, wir haben 306 PS, wir haben 450 Kilometer Reichweite. Also das sind, glaube ich, Sachen, die ganz klar dafür sprechen, dass man Elektromobilität nicht nur technisch gut und auch sinnvoll machen kann, sondern auch hochemotional. Ja. Der Tarraco, ja, ist unser Flagship und wir sind froh, dass wir jetzt auch den PHEV anbieten können, in der Kombination mit dem FA-Paket, der das Ganze nochmal sportlich macht. Und auch in dem Sinne des Drivetrains, glaube ich, haben wir ein sehr, sehr wettbewerbsfähiges Angebot. Wir haben mehr als 50 Kilometer rein elektrische Reichweite. Wir haben einen dynamischen Antrieb. Ich bin das Auto letztens erst nochmal gefahren. 245 PS, wir haben 85 kW rein elektrisch. Und das ist natürlich unheimlich gut auch für den Vortrieb mit dem linearen Drehmomentanstieg. Und wir haben natürlich eins, und das ist ganz arg wichtig, wir haben von den Emissionen her unter den 50 Gramm pro Kilometer CO2 basierend auf WLTP. Und das ist für uns, glaube ich, ein sehr, sehr wettbewerbsfähiges und gutes Paket dann für den Tarraco. Das war's hier vom Seat-Stand auf der IAA. Und was mich positiv überrascht hat, ist die Special Edition des Cupra Ateca. Aber ich finde persönlich auch den neuen Tarraco als FR mit Plug-in-Hybrid an Bord wirklich ein spannendes Thema. Aber mein Highlight hier bei Seat ist ganz klar der neue Tabascan, die neue Konzeptstudie von Cupra. Und für mich auch ganz klar einer der Hingucker der Messe.